Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von Shadow of the Tomb Raider. Ich habe hier übrigens gerade auf Pause gedrückt, weil ich nicht weiß, ob gleich irgendein wichtiges Gespräch kommt. Wir haben ja in der letzten Folge übrigens nach Jonah gesucht. Und man hatte uns eigentlich mitgeteilt, dass er gestorben ist. Daraufhin wollten wir Colonel Rook, glaube ich, erledigen. Und dabei haben wir einen Großteil der Ölraffinerie zerstört. Danach haben wir ihn allerdings wiedergefunden, oder er uns. Und wir haben dann eine Kirche gesucht, weil dort nämlich die Schatulle sein sollte. Da gab es ein paar Rätsel zu lösen und jetzt werde ich weiterzocken, bevor wir hier noch länger festhängen. So. Commander Rock? Haltet diesen Kanal frei. Aber Sir, wir haben Störungen im Nordwesten. Die Lage ist unter Kontrolle. Nochmal, haltet diesen Kanal frei. Rook out. Rückzug! Hier ist doch irgendwas faul. Haltet die Augen offen. Scheiße, aufpassen! So. Ich muss mich hier gerade ein bisschen konzentrieren. Es ist keine Schande aufzugeben. Kannst du mal bitte sterben? Okay. Wartet mal kurz. Ich glaube, sie ist abgehauen. Ich hab sie gefunden. Dich habe ich auch gleich. Ja, der Fall ist... Ey, das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Was soll ich denn da machen? Okay, wahrscheinlich muss ich anders spielen. Warte mal. Ja, sollen wir ihn rufen? Nein. Wenn sich unser Status ändert, sagt er es uns schon. Zurück zu Kern und alles ist vorbei. Nicht tödlich. Na komm! Boah, das ist echt nervig. Keine Munition mehr! Alter! Komm! Das kannst du doch. Wie viel der aushält. Bringen wir es zu Ende. Willst du mich gerade verarschen? Warum ist denn das fast nicht in die Luft geflogen? So viel wir ja wissen, ist Jonah entkommen. Wohin weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ah, ist auf jeden Fall weg. Ah, jetzt habe ich auch wieder meine ganzen Waffen. Gut zu wissen. Alter, so hätte ich wahrscheinlich die auch erledigen können. Okay. Hier ist schon mal so ein Strauch. Und hier haben wir so ein Benzinfass. Okay. Spricht Rook. Croft wurde im Hof gesichtet. Wiederhole. Euer Sekundärziel ist die Neutralisierung von Croft. Sie ist allein in der Kirche geblieben? Da drin herrscht der Chaos. Natürlich. Aber es ist Croft. Es gab Wichtigeres, um das wir uns Sorgen machen mussten. Okay, ich habe auch jetzt gerade ein bisschen Pech.
Nice. Jonah, wo bist du? Ich bin im Zuckerrohrfeld. Sie sehen mich nicht. Halt den Kopf unten. Bin unterwegs. Also, ich hätte es wahrscheinlich anders lösen können, aber ist egal. Ein bisschen Action ist immer was Schönes. Also, es ist cool gemacht. Ich finde es nur heftig, wie viel Energie uns die teilweise abziehen. Okay. Nehme ich eigentlich noch Pfeile auf? Ich kann, glaube ich, auch gar keine produzieren gerade. Achso, ja, okay. Ist klar, warum. So, was haben wir denn da? Kann man das kaputt machen? Keine Ahnung. Okay, ich gehe jetzt hier lang. Zuckerrohr, alle Einheiten. Höchste Priorität. Findet Lara Croft. Ihr habt den Commander gehört. Weidmanns Heil. Croft, ich weiß, dass du da bist. Ich hätte dich in Sibirien töten sollen, aber Dominguez war dagegen. Meine Schuld. Aber den Fehler korrigiere ich. Jetzt. Hey, wo bist du? Oh, das gefällt mir nicht. Alles klar. Ist noch rum. Verdammt, Jameson. Mach deinen Job. Das ist doch unglaublich. Es geht wieder los. Ja, es geht los. Und keiner sieht Lara kommen. So muss es sein. Ich hoffe, er macht keinen Scheiß. Los geht's. Ich übernehme die Spitze. Ich sehe gar nichts. Hey, what? Was gerade passiert? Ich wollte mich gerade heilen und bumm, war ich tot. Croft, ich weiß, dass du da bist. Als hätte ich keinen Bock mehr. Ich hätte dich in Sibirien. Oh Mann, ich bin gerade genervt. Das kotzt mich an. Wirklich. Croft, ich weiß, dass du da bist. Ich hätte dich in Sibirien töten sollen. Aber Dominguez war dagegen. Meine Schuld. Aber den Fehler korrigiere ich. Jetzt. Okay, letztes Mal ich alles so platt. Ich schwör's, ich bring sie um. Hey, wo bitte? Es dauert viel zu lange teilweise. Verdammt, Jameson. Mach deinen Job. Guck weg. Ich bräuchte halt irgendwie so ein Schrapnell. Bleibt sie sicherlich hier. Oder sowas. Ich muss vielleicht auch gar nicht alle erledigen. Ich übernehme die Spitze. Ich sehe gar nichts. Okay, man muss die nicht einmal alle erledigen. Cardinal Six, wir haben Sichtkontakt zu Croft. Sie ist bei der Brennerei. Deacon Team, Einsatz. Deacon zum Einsatz, Commander. Wir holen sie uns. Ihr Schweine! Oh.
Gut, die hätte ich alle. Lara, ich bin in dem Heli. Ich hab den Piloten. Was? Schnell. Alter. Die sind ein cooles Team. War? Boah, warte mal, ich muss mal kurz einen Screenshot machen. Hab ich's überhaupt gemacht? Ach egal, scheiß drauf. Baby, komm ich. What? Wie komm ich denn da? Wie komm ich denn da durch? Hier wahrscheinlich mal. Genau. Was zum? Gib mir die Schatulle. Nein. Jonah! Jump! Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Alles bestens. Bereit? Oh ja, alles klar. Bin okay. Was zum Teufel sollte das? Wärst du, wär's gut gegangen. Die kommen nicht weit. Geh. Los, wir schaffen das. Ich hab's doch gedrückt. Oh, ey, ganz ehrlich, was ich an dem Spiel nicht leiden kann, ist die Verfolgungssequenz. Die sind furchtbar. Also sowas von furchtbar. Da. Schneller, verdammt los! Ich renn nur schon. Ja, ich bin schon dabei. Ach du Scheiße! Ey, wenn ich sowas einbaue, muss es funktionieren. Was soll denn immer die Scheiße? Hey, wenn ich drück schon. Mehr als drücken kann ich halt nicht. Zentrale hier, Cardinal One. Alle Systeme in Betrieb. Ey. Sind auf Kursrichtung 327. Okay, ich muss anscheinend warten. Boah, es ist eine Katastrophe, ey, nee. Und dann darfst du die ganze Scheiße wieder so von vorne machen. Danke, Spiel, danke. Und natürlich auch den Entwicklern für den Mist. Manchmal drückt sie es nicht. Alter, was soll ich machen?
Was machst du denn? Meine Fresse, langsam nervt's. Alter! Okay, bleib ruhig, du schaffst es schon. Zentrale hier Cardinal One. Alle Systeme in Betrieb. Sind auf Kursrichtung 327. Verstanden. Nur eine Chance. Wie weit ist es noch bis Paititi? Wir sind fast da. Tut mir echt leid um die Schatulle. Du kannst nichts dafür. Es war Dominguez und Trinity. Schon mein Leben lang, seit ich denken kann, war immer Trinity irgendwie beteiligt. Ich könnte eine Familie haben. Alles hätte anders werden können. Wir werden uns die Schatulle holen und dann schnappen wir uns Dominguez. Eure Hoheit? Lara! Wo ist die Schatulle? Amaru hat sie. Aber der Tod der Sonne ist nah. Wir bekommen sie vor dem Ende des Rituals wieder. Das wird nicht einfach. Wir müssen den Plan anpassen. Bitte, nehmt euch Zeit für eure Vorbereitungen. Wir sorgen für alles andere. Vielen Dank. Ich versuche, Uchu zu helfen. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Okay. Okay. Also, ich schätze mal, dass wir uns langsam dem Ende nähern. Ich meine, vielleicht täusche ich mich auch. Ist durchaus möglich. Kuwak Yaku. Ich weiß ja gar nicht, ob wir überhaupt eine Schnellreise benutzen können. Ich werde jetzt aber trotzdem mal mit Ezli reden. Das ist aber nicht Ezli. Hä? Bin ich gerade blöde? Was haben wir hier? Oh! Der Kopf eines Streitkolbens. Ein sechskantiger, aus Kupfer gegossener Streitkolben, in den eine Beilklinge eingearbeitet wurde. Eine furchteinflößende Waffe. Oh ja. Oh Mann. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ganz ehrlich, meine Frage ist ja jetzt folgende. Wenn wir das machen, ist es dann wirklich das Ende oder kann ich danach noch ein paar Nebenmissionen machen? Sollte das jemand von euch wissen, kann das natürlich... Komm rüber, wenn du Zeit hast. Uchu möchte dich was fragen.
Kann das natürlich in den Kommentarbereich schreiben. Okay, Uchu wollte was fragen. Hey Laura, hast du mal kurz Zeit? Uchu und ich haben nur geplaudert. Und Uchu, was gibt es denn? Der Tag von Etzlis Krönung rückt näher. Er wird bald ein Mann sein und die ersten Schritte auf seinem Weg zu Paititis künftigem König machen. Klingt, als würdest du diesen Tag herbeisehen. Die Hoffnung auf diesen Tag lässt uns weiter gegen Amaru und seinen Kult kämpfen. Wir alle müssen uns manchmal daran erinnern, wofür wir kämpfen. Kann ich irgendwie helfen? Als Etzlis Vater Sairi starb, ließ Unuratu mir die Ehre zuteil werden, sein Ersatzvater zu sein. Ich muss 3 heilige Gegenstände für die Zeremonie besorgen. Doch... Doch bei allem, was gerade los ist, schaffst du es nicht. Um welche Gegenstände geht es? Das Amulett des Retters, den Meisterbogen und das Königshorn. Durch sie segnen die Ahnen den künftigen König. Sag mir, was du brauchst und ich sehe, was ich tun kann. Ich habe schon Männer losgeschickt, um das Amulett und den Bogen zu besorgen. Wenn du jetzt noch bei Kabil, dem Instrumentenbauer, das Königshorn abholen könntest, wäre das eine große Hilfe. Er war schwierig, 2 Boten sind gescheitert. Vielleicht kannst du mit seiner Frau reden. Ich glaube, das kriege ich hin. Vorsicht, Kabil ist manchmal etwas gereizt, aber seine Frau Abra kann die Wogen glätten. Okay. Also wenn wir natürlich den König segnen wollen, sollte man das klar auch machen. Kannst du mal bitte scannen? Gut. Ich gehe jetzt erstmal raus und dann schauen wir uns um. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie nah wir uns am Ende befinden. Ah, es gibt jede Menge Missionen eigentlich zu erledigen, ne? So, ich kann, glaube ich, nichts mehr mitnehmen, oder? Doch, kann ich. Nakabol. Okay. Unmöglich. Achso. Ich kann nicht mehr tragen. Dann haben wir hier nochmal einen Schatz. Quechua. Das ist ein traditioneller Fußpflug, der in den Anden auch heute noch verwendet wird, selbst außerhalb Paititis. Manchmal sind die einfachsten Methoden immer noch die besten. Ja, anscheinend. Ein Chaki Takala. So. Ist überhaupt der... Na, Lara, was machst du? Da hinten ist nochmal irgendwas. Was bist denn du? Ich soll die alten Dialekte erstmal lernen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Die wollen Fische fangen. Ich gehe jetzt erstmal die Nebenaufgabe erfüllen. Und in Schickimicki. Müssten aber eigentlich gleich da sein, ne? Ja. Sieht ganz danach aus. Vater, Vater, komm schnell! Die Ichik! Was willst du? Wir haben jetzt keine Zeit für Onoratus Rebellion. Bist du Kabil? Uchu schickt mich wegen des Königs. Des Königshorns? Den Ruf an die Zukunft? Sieh doch, was die Zukunft meiner Gegenwart gebracht hat. Geh einfach. Der Kult fand heraus, dass Vater das Horn macht und hat zur Strafe die Pflanzen vergiftet. Mama wurde krank. Mein Bruder Quali sollte auf dem Markt Kräuter holen, aber er ist noch nicht zurück. Das ist furchtbar. Ich versuche, deinen Bruder zu finden und die Kräuter zu besorgen, die du brauchst. Danke. Ja, ehrlich gesagt, finde ich es sehr interessant, wenn man so von der Vergangenheit was hört, ne? Und, wenn man so wahrnimmt, dass eigentlich die antiken Hochkulturen sogar extrem begnadete Heiler waren. Und viele Krankheiten behandeln konnten. So, was ist das jetzt hier? Verzeihung. Ah, Ishik. Wie kann ich dir helfen? Ich suche Quali, den Sohn von Kabil. Oh, der arme Junge. Chimai, einer von Kukulkans Männern, hält ihn oben am Markt in einer Zelle fest. Jetzt wartet er auf den Au wegen der Strafe. Danke. Alles Gute, Ishik. Okay. Aber wir brauchen nur noch die Kräuter. Oder hat der junge Mann die? Warte mal. Wo ist denn jetzt die Nebenaufgabe? Relikt. Ich will nur wissen, wo die...
Warum wird mir das denn nicht angezeigt? Also richtig angezeigt, meine ich. Was haben wir denn? Wow. Was haben wir denn hier? Das können wir gleich Quali finden. Wir müssen doch eigentlich gleich da sein, oder? Was haben wir hier? Eine Totenmaske. Diese Jademaske wurde einem Adligen bei dessen Bestattung aufgesetzt. Die Handwerker waren angeblich in der Lage, ein nahezu perfektes Abbild des jeweiligen Trägers zu erschaffen. Wow. Ja, ich muss nach oben, oder? Oh, warte mal. Hä? Okay. Hä? Ey, ich sehe nichts. Kannst du nicht eine Taschenlampe anmachen? Warum macht man das so kacke? Ich sehe halt nichts. Ey, sorry Leute, ich sehe halt überhaupt nichts, ey. Hä? Was soll ich denn? Wo soll ich denn jetzt hin, Mann? Oh, wenn man nichts sieht, ist einfach nur furchtbar. Entschuldigung. Ein Kräuterdieb. Ist bestimmt sehr gefährlich. Heute ein Diebstahl, morgen ist es ein Mord. Ein großer Sprung, findest du nicht? Willst du wirklich wissen, was ich denke? Wir sollten die kleinen Ratten alle zusammentreiben und ertränken. Jeder einzelne. Vor allem Jomil. Sein Vater mag eine Schlangenwache sein, aber er nicht. Mit Jomil sprechen. Hallo. Hey, du bist Ishik von den Fremden, stimmt's? Ja, freut mich, dich zu treffen. Wow, cool. Ich bin Jamil. Was ist denn das für ein Spiel, Jungs? Es ist kein Spiel. Mein Vater ist eine Schlangenwache, ein Priester. Ich habe sein Messer genommen, um es meinen Freunden zu zeigen. Und Jimai hat's gesehen. Jimai weiß, was mein Vater mit mir machen würde und hat das Messer darauf geworfen. Er steckt fest. Oh. Vielleicht kann ich was tun. Wow, wirklich? Danke. What? Danke, Ishik. Gern geschehen. Hey, Moment mal. Die Erwachsenen hier verjagen uns immer. Du hast uns geholfen. Was willst du? Ruhe, ich rede mit ihr. Gut. Was willst du, Ishik? Also, können wir zum Dank irgendwas für dich tun? Ich möchte Quali helfen. Du kommst zu spät. Er wurde zum Tode verurteilt. Wir können nichts tun. Und Chimaye, die Wache, hasst dich. Würde Chimaye dich verfolgen, wenn du ihn ärgerst? Warum? Wenn er nicht auf seinem Posten ist, kann ich zu Quali. Klar, das ist gut. Oh. Sag Quali, wir treffen uns in der Höhle. Er weiß, wo das ist. Dort ist es sicher für ihn. Mach ich. Gehen wir. Asto, Raimi, mir nach. Samin, du deckst uns. Und danach zur Höhle. Zurück, Ishik. Wir machen dir den Weg frei. Chimai, du Feigling. Du wirst als Sklave enden. Spüre meine Klinge. Ja, und Lamaköttel sind köstlich. Lauf, lauf!
geschafft. Es waren nur Kräuter. Bitte, ich hab... Dein Bruder hat mir von dir erzählt. Wer bist du denn? Jemand, der helfen will. Ich habe das alles doch nicht gewollt. Ich wollte nur, dass meine Mutter wieder gesund wird. Wo sind die Kräuter? Gib sie mir. Ich heile deine Mutter. Geh, deine Freunde warten in der Höhle auf dich. Danke. Hier sind die Kräuter. Ich renne so schnell ich kann. Okay. Dann können wir jetzt erstmal zu Kabil zurückkehren. Dann haben wir nochmal eine Nebenaufgabe erledigt. Und dann können wir eigentlich die Hauptmission weiter zocken. So, hier ist es. Sagte ich nicht, du sollst gehen? Quali ist sicher und ich habe die Kräuter für deine Frau. Wirklich? Und willst du sie damit heilen oder um das Königshorn feilschen? Hier, die helfen dir. Sei gesegnet, Ishik. Kabil, du benimmst dich furchtbar. Gib ihr das Horn. Hier, mit Respekt für den künftigen König. Danke für einfach alles. Danke. Ja, dann sind wir schon wieder weitergekommen. Ich finde das so interessant gemacht, ey. Wie gesagt, es hat schon so viele geile, wie soll ich sagen, Dinge hier drin. Ja, also geile Quests und allgemein eine gute Geschichte. Es geht auch zu sehr ins Abstrakte, ne? Das ist auch wieder ein bisschen merkwürdig, aber hier nicht sein. Also warte mal, war hier nicht irgendwo ein Eingang? Hier war das, ne? Genau. Dann bringe ich das jetzt nur zurück. Danach würde ich sagen, beenden wir dann die Folge. Ich meine, wir haben ja eigentlich ausreichend jetzt aufgenommen. So, dann ist es ja auch erledigt. Hallo? Du bist als Erste zurück? Jonas' Geschichten über dich sind wahr. Das Königshorn, wie gewünscht. Hat Kabil dir Ärger gemacht? Du hattest recht mit seiner Frau. Sie weiß wirklich, wie man mit ihm umgeht. Danke hierfür, Lara. Gerne. Uchu, was meintest du damit, ich wäre als Erste zurück? Die Männer, die anderen Dinge holen sollten, sind vor 3 Tagen aufgebrochen. Und noch nicht zurück. Glaubst du, ihnen ist was zugestoßen? Quenti macht mir die meisten Sorgen. Er ist jung, risikofreudig. Springt ins Wasser, ohne vorher zu prüfen, wie tief es ist. Den Typ kenne ich. Jonah. Jonah hat recht. Das beschreibt Quenti perfekt. Ich hätte Quenti nie zu dem verdammten Ort schicken sollen. Zu welchem Ort? Der alten Zisterne. Dort werden Mankos Überreste vor dem Kult versteckt. Wer ist Manko? Der Bauer, der die Vorfahren von Zairi und Amaru vor Jahrhunderten aus Cusco in Sicherheit geführt hat. Wir nennen ihn den Bauernretter. Wir brauchen sein Amulett für die Krönung. Warum wurde Manko versteckt? Mankos Anhänger sind bekannt als der Orden des Bauernretters. Daraus entstand diese Rebellion. Als der Kult von Kukulkan die Macht übernahm, wollte er den Orden vernichten. Manko wurde an einen geheimen Ort gebracht und bewacht. Aber mit dem Niedergang des Ordens schwand auch die Erinnerung an diesen Ort. Wenn du willst, könnte ich nach Quenti suchen. Du hast schon viel getan. Das Königshorn zurückzubringen war eine große Geste der Freundschaft. Es ist wirklich kein Problem. Vielleicht zeigt Quenti mir die besten Klippen zum Springen. Bitte ermutige ihn nicht. Der Eingang zur Zisterne ist eine Höhle über dem weißen Baum. Folge der Spur. Sie wird dich hinführen. Ich sage dir, Uchu, ich habe noch nie gehört, dass jemand an Land von einem Piranha gebissen wurde. Es war ein sehr wütender Fisch. Na klar. Hey, Lara, setz dich zu uns. Okay. Wir haben 9 Fähigkeitspunkte. Ist das gerade... Habe ich jetzt gerade richtig geguckt? Wir werden auf jeden Fall bei der nächsten Folge erstmal die Waffen upgraden, denn ich kann eigentlich so gut wie alle Waffen verbessern. Ja, das werden wir uns aber wie gesagt erst bei der nächsten Folge angucken. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Bei der nächsten Folge werde ich mich wahrscheinlich darum kümmern, halt nach diesen einen
jungen Mann zu suchen. Muss ich ja natürlich erstmal finden, ne? Weil manchmal ist es markiert und manchmal nicht. Hier, Amulett des Retters. Das müssen wir uns beim nächsten Mal, wie gesagt, angucken. Ja, Leute. Hat mich gefreut, dass ihr, wie gesagt, dabei geblieben seid. Wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder was auch immer es denn. Und tschüss.